Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Attila mit den Weströmern. In der letzten Folge haben wir gegen die Rebellen verkackt, haben Hispalis verloren, haben sie jetzt auch wieder zurückerobert in der letzten Folge noch. Wir haben jetzt Masse Schotter. Wir wissen, dass hier oben die Ebdani kommen wollen und uns bald angreifen wollen. Wir sind aber verbreitet, wir haben Armeen parat, wir können eingreifen. Wir haben hier eine ganze Flotte noch parat, die mit vor Ort ist, um eigentlich auch einzugreifen. Die Franken werden hier unten gerade gepiesackt, die sollen nämlich auch noch ausgeschaltet. Welche Franken? Die. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie kann ich euch dienen? Nicht die Franken. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Hey, ihr Schweine. Ich will doch nur mal hier reparieren. Könnte ich mal kreuzweise. So. Ich stehe euch zur Verfügung. Die Hunden haben uns hier auch in Ruhe lassen. Finde ich schick. Finde ich echt schick. Wir könnten da ja zum Beispiel auch die Produktion hier weiter in die Höhe schrauben. Vom Holzfäller her. Ihr könnt generell diese Provinz mal extrem fördern wieder. Ist, glaube ich, nicht so falsch. Kavalleriestelle, Alter. Oh, ja, schön. Was forschen wir eigentlich gerade? Nein, 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 hier. Ja, das wird eine Menge bringen, hier. Das wird eine richtige Menge bringen. Cool. Okay. Du bringst keine Unzufriedenheit, du bringst Zufriedenheit. Das wissen wir ja schon. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Das Machbar ist auch relativ günstig. Fördert ein bisschen die Wirtschaft, kann nicht schaden. Das ist echt nicht schlechte Idee, jetzt hier mal einen Holzfäller auszubauen. Das bringt auch wieder ein bisschen Geld mit rein, da ich das mehr Ressourcen haben. Können wir mehr mit handeln. So, komm. Wir schnappen uns jetzt die Sachsen hier. Diese Schweine müssen endlich mal verrecken. Jetzt fliehen sie bitte noch in meinen Bereich. Ja, toll, machen sie nicht mehr. Kommen wir noch ran? Ja, wir kommen noch ran. Ja! Tötet sie alle! Ja! Sachsen weg! Er hat seinen Arm verloren. Hat er verdient. Ja! In Bewegung! Yes! Ja! Ich habe die Sachsen getötet. Schöne Sache. Wie kann ich Rom dienlich sein? Ja. Eure Pflichtmänner. Die Sachsen sind tot. Wie lautet euer nächster Befehl? Ja, ist das nicht schön, Leute? Die Sachsen endlich gekillt zu haben, ist doch eine Leistung. Guck mal, was mögen halt die Franken jetzt eigentlich von mir? Immer noch nicht so gut, oder? Aber es verbessert sich gleich. Mit der Aktion gegen Sachsen und Hunnen. Fällt gerade auf, wir könnten mal gucken. Können wir irgendjemand wieder handeln? Nee, können wir nicht. Könnten mal gucken. Darkian. Ey, du. Yo, Bro, ihr wie geht's? Werdet in mir einen bereitwilligen und aufmerksamen Zuhörer finden. Schade. Sprecht und ich werde antworten. Das Oströmische Reich ist bald tot. Wir können mal gucken. Was wäre jetzt eine Kriegserklärung gegen die Oströmer? Ich heiße euch willkommen. Möge Gott unser Treffen mit einem Lächeln bedenken, damit wir alle profitieren. Eine Kriegserklärung während des Bestehens des Abkommens und kurz nachbrechen dieser wird. Wir könnten. Was bringt mir das? 2000. Es ist immer noch hart. Das bringt mir jetzt weniger. Nun gut, wir werden den Rückzug antreten. Krieg erklären. Unverlässlich, schade. Ihr wählt also das Schwert. Uns werden die anderen jetzt lieben, Leute. Guckt euch das an. Zack, 47. Selbst die werden mich mehr mögen. Die Asier werden mich mehr mögen. Die Westgoten. Gut. Okay, gut. Fahrt wird vergessen. Gut. Ach, gut so. Auf jeden Fall wird uns das jetzt erstmal ein bisschen mehr Sympathie einfangen. Die Aktion gegen die Hunden sich zu stellen, gegen die Oströmer sich zu stellen. Mit den Oströmer komplett jetzt abzukapseln, ist auf jeden Fall eine Kriegserklärung für die, das wissen ja schon, aber wir können es damit auch lossagen.
von denen und wir kriegen jetzt gleich noch mehr Zufriedenheit rein hier. Gut. Wirtschaftlich natürlich ein kleiner Knicks, aber ansonsten ist okay. Gut. Was machen wir jetzt? Du bringst sanitäre Anlagen. Du brauchst sanitäre Anlagen sogar. Du bringst auch keine Zufriedenheit mehr. Aber trotzdem, bitte. Ich erwarte eure Befehle. Gut. Eine neue Armee würde ich wirklich ziemlich gerne rekrutieren. Irgendwann nochmal. Okay. Gut. So viel mehr Geld bringt es hier nicht rein. Deswegen kann ich darauf verzichten. Elusa hat was frei. Nahrungsmittel haben wir. Lokale Industrie würde jetzt hier am meisten bringen. Wirtschaftlich gesehen. Im Überschuss kann das sein. Ja, haben wir. Cool. Gut, 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 gut. 6.000 haben wir noch übrig. Wohin mit dem Geld? Nahrungsmarkt möchte ich nicht haben. Möchte ich auch nicht haben hier. Handelskai wäre immer noch ganz cool. Regium hat einen Handelskai. Könnte man ausbessern. Ja, machen wir jetzt mal die Runde. Du hast doch genug sanitäre Anlagen hier. Wir werden auch die Brunnenanlage hier mal abreißen. Die brauchen wir nämlich da gar nicht. Also, wir haben da jetzt mittlerweile ein Tarentum was aufgebaut, was wesentlich besser ist als die Brunnenanlage, die sie vor Ort haben. Deswegen brauchen wir das gar nicht zu haben, was eigentlich ganz cool ist. So, die Franken sind jetzt tot. Das ist richtig geil. Die Gauten kommen gerade. Okay. Gut, die gehen zu meiner guten Armee. Das finde ich schick. Da kann ich immer gut gegenhalten noch. Also kommt meine Support-Armee jetzt noch mit dazu, dann führen wir einen richtig schönen Krieg gegen die Gauten. Denn ich lasse mich hier nicht überrennen, meine Freunde. Wir sind stark genug, um den Gauten entgegenzutreten. Wir haben genug Soldaten. Wir haben stärkere Soldaten. Und wir sind in Überzahl. Also was heißt eigentlich genug Soldaten? Kann man quasi sagen. So, die Hunden trauen sich nochmal nicht richtig für den Angriff. Finde ich gut. Der Krieg mit den Oströmern macht mich jetzt extrem sympathisch auf einmal bei vielen Nationen. Ich kann versuchen, Frieden zu schließen. Bringt eine Menge Zufriedenheit wieder. Also eine Menge mehr Möglichkeiten für mich, selbst zu entscheiden, was ich machen möchte. Das ist ein sehr entscheidender Schritt gerade für uns gewesen. Wir können dadurch Feinde loswerden. Wie zum Beispiel in Sassaniden. Das wäre extrem viel wert. Den Oströmern den Krieg zu erklären, hat eine Menge gebracht. Okay. Eigentlich hätte ich noch 10 Runden warten müssen. Um dieser Unzuverlässigkeit zu entgehen, aber ich dachte, okay, gut. Jetzt oder nie. Jetzt sind sie nämlich noch relativ stark und da bringt es mehr Boni für uns quasi. Da können wir besser gegenarbeiten. Dankeschön, Hispanien. Hispania oder wie auch immer ihr euch nennen wollt. Okay, ey, wir haben es schon wieder. Ich werde nie was bauen können, wenn die jede Runde mal ankommen und mich belangen wollen. So. Die Schlag machen wir jetzt mal automatisch. Ich bin nächste Runde sowieso da. Zack, tot. Schade. Egal. Ich bin nächste Runde sowieso da. Okay. Ich wäre sowieso hinmarschiert, von daher. Jetzt bin ich sowieso gleich da. Siedlung im Namen Roms einnehmen! Aggressiv müssen wir gehen, weil er halt viele Artillisten hat. Zack. Jetzt ist er weg. Lang konnten die Rebellen auch nicht halten. Setzen bitte. Reparieren bitte. Gut, okay. Die Gauten kommen jetzt hier drüben. Wie viele Hunde hast du denn? Was bist du für ein General? Du kannst Nachtschlachten machen, super. Sehr schön. Wir könnten denen die Flucht verhindern. Von hier drüben kommt. Ah, da sind ja die Abdani. Nee, ich kann jetzt hier nicht abziehen. Das geht nicht.
Das kann ich nicht machen. Wie kann ich Rom dienlich sein? Aber wir können hier drüben schon mal zuschlagen. Herr, höre uns an! Indem wir Nachtgefecht machen. Muhaha. So. Was ist das für eine Armee hier? Viele Piken, viele Fernkämpfer. Machen wir ausgewogen. Cool. Zack. Angriff. Da werden die Goten gerade richtig zurückgeschlagen. Es tut mir leid, das kann ich nicht. Finde ich echt schick. Zu euren Diensten. Boah, wir haben ja fast gar nichts verloren. Der Hammer. Niemals. So, die haben wir schon besser. Die können wir aggressiver vorgehen, hat weniger Piken. Verlieren noch viel mehr Männer, stimmt. Auch mehr getötet. Ich erwarte weitere Befehle. Alter, guck mich das an. Einfach mal vernichtet. Wir können diesen Befehl nicht ausführen. Einfach mal vernichtet. Du bist aufgestiegen hier, Armee. Super. Kriegst du schon einen Barbarenvorteil? Finde ich cool. Das bringt mir Geld. Moral verbessert. Hier auch. Die Moral muss unbedingt weg. Muss nicht besser werden. Das ist wichtig. Den kann ich noch scheiße bessern, aber mal den hier aus. Welches Level ist jetzt die Armee eigentlich? Level 6. Wo ist der Level 6? Egal. Der hat gerade ordentlich ausgeteilt. Das ist ein Fakt. Für Tod und Ehre! Wäre ich doch nur so schnell wie die Engel! Ja, Leute, ich würde sagen, haben die gerade ganz schön einstecken müssen, die. Die Gauten. Guck mich das mal an. Wir sind mit 2 Fullstacks gekommen, noch zwei weitere Unterstützungsarmeen, die vielleicht einen Halfstack gebildet hätten zusammen. Und wurden komplett vernichtet. Was hast denn du für einen Rang hier? Schade, du bist nicht so erfahren drin in der List. In der Kunst der List bist du leider nicht so gut. Aber okay. Gut, die Sachsen sind jetzt endlich weg. Ich finde das sehr schön. Ich erwarte eure Befehle. Du kannst jetzt auch wieder marschieren, super. Das nennt ihr eine Garnison. In der Region wird die Verstärkung blockiert. Gerade von den Hunden. Kommandant. Das ist mies, aber okay. Du bist aufgestiegen? Cool. Gehen wir die mal mit denen hier. So. Die Provinz kriegt jetzt einen Industrievorteil, was auch schön ist. Gucken wir uns mal das an. Das sehen wir jetzt hier auch direkt. Da. Industrie wird jetzt gepusht. Noch 0%. Das ist schick. Die Gauten haben hier extrem gerade gelitten. Zwei komplette Armeen. Komplett unbrauchbar gemacht. Ich finde das schick. Gut, jetzt müssen wir das Geld noch irgendwie geschickt einsetzen. Das ist wichtig. Tago hat ein Zufriedenheitsproblem, zum Beispiel. Mit Urps. Hätte die Siedlung Hohe Mauern, die wäre schwerer zu erobern. Hätte auch Verarmung plus 3, hat sowieso schon genug Verarmung. Gucken wir mal hier rein wieder. Und jetzt mal auf Regionswohlstand. Hier wird am meisten Geld gefarmt. Haben wir auch ein Handelsbier. Wir können hier noch mehr farmen. Das ist machbar. Seehandel, nur minus 9%. Da könnte man noch was rausholen. Und lokaler Handel würde auch nochmal gefördert werden. Also da ist noch ordentlich Geld drin, Leute. Hier. Wenn wir auf den Weinmarkt setzen, kriegen wir auch nochmal richtig Geld hier zusammen. Gut, wie viel Wasser haben wir noch hier? Also sind die Anlagen noch eine. Heißt, wir müssen den ausbauen und wir können den ausbauen hier. Können wir mal gucken. Regium. Wollte ich auch ausbessern. Du brauchst zum Beispiel überhaupt gar keine Wasserzufuhr, also keine Brunnenanlage. Die brauchst du gar nicht. Können wir deswegen schon mal abreißen. Das ist sehr unnötig. Da können wir noch was anderes stattdessen bauen.
Ein Lehmziegeltrockner wäre zum Beispiel hier auch noch drin. Eigentlich. Bringt aber Unzufriedenheit minus 3. Warum ist die überhaupt gerade so gut? Militärpräsenz 7. Kommt jetzt mal aufs Geld mal. Geld ist jetzt wichtiger in dem Moment. Gut. Guck mal, du bleibst sowieso hier. Du auch, du auch, du auch. Die Fischficker des Todes. Halte auf sie zu! Ich glaube, das geht noch eine Weile so weiter. Du bist bereit. Du bist bereit. Du auch. Hast gerade auch gut Schlachten geschlagen. Du bist bereit. Also nicht bereit, aber du bist bereit. Und Juturix. Okay. Wir werden jetzt nochmal uns kurz ein bisschen die Diplomatie anschauen. Viele müssten mich jetzt mögen auf einmal. Wesentlich mehr als vorher. Ah ne, das kommt jetzt nicht so. Hä? gut, ja, okay. Den sind wir schon im Frieden? Willkommen! Wir werden reden und dann... Haben mit euch Krieg, ja. Sprecht, wenn es sein muss. Doch unsere Ohren haben keinen Gefallen an fremdem Gerede. Okay, gut. Egal. Werden wir die Runde mal gleich beenden. Brauchen wir sowieso nichts mehr zu machen hier. Wir schlagen uns ja gerade generell. Relativ gut. Geld haben wir noch genug, trotz der Kündigung des Vertrages mit den Oströmern. Die Gauten haben wir gerade komplett zurückgeschlagen. Aus dieser Provinz, auch cool. Finde ich auch geil. Die Jüten kommen. Also selbes Spielchen jetzt nochmal mit den Jüten hier, oder wie? Können wir auch machen. Wir haben ja, wie gesagt, diese Nachtschlachtfähigkeit. Deswegen, Leute, finde ich das übelst geil hier in dem Spiel, wenn man Nachtgefechte hat. Das ist so heftig. Deswegen sind die Pikten auch so extrem stark gewesen. Generell die Kelten, die haben so einen extremen Boni darin, ne? Und das ist Gold wert, Leute. Absolut Gold wert. Kann ich euch versichern. Und deswegen setze ich auch gerne drauf. Und versuche meine Generäle möglichst drauf zu trimmen. Oh, die Abdani kommen auch noch. Wir greifen euch des Nachts an. Und nichts wird überleben. Nicht eine Kreatur. So viel. Okay, die Kaledonier wollen wieder spielen. Na gut, bekommen sie zurück. Ich bin bereit. Die Angeln kommen. Und schön. Wir können eventuell die Zufahrt blockieren. Wäre machbar. Wenn wir die richtige Position erhaschen. Jetzt brauche ich meine Flotte ein bisschen offensiver, die mich davor schützt, dass Armeen dort über See zu mir kommen in die Richtung. Okay, Asia geht was machen. Ah, super. Hilft ihr mir weiter, sagt ihr mal? Super. Und schade, die nächsten könnt ihr euch nicht schnappen. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Gut, verständlich. Na, die Weströmer machen da irgendwas. Was machen die denn da gerade? Nach Luwabo marschieren, seid ihr denn bescheuert? Ajax war zu erwarten. Oh, seid ihr denn blöd? Aggressiv, bitte. Zack. Sind die endlich weg. Super. Ich habe zwei Schiffe verloren dabei. Nicht so schön. Peng, weg ist er. Ich will die einfach nur sterben sehen, die westlichen Separatisten. Dann kriege ich auch mehr Loyalität wieder. Wichtig. Nein! Kacke. Mein ganzer Trupp verloren. Das ist mit Abstand eigentlich am ärgerlichsten. Egal, versenken wir jetzt mal die Armee hier drüben. So, die Quan haben ihre Religion geändert. Zu lateinischen Küsten. Cool. Finde ich schick. Aggressiv bitte. Wir sollen weg. Yes! Weg mit diesem Drecks. Schleudern. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Super, jetzt baut sich hier auch wenigstens was auf.
Cool. Ich erwarte eure Befehle. Okay, immer noch 14.000. Guckt euch das an. Wir hungern nach einer Schlacht. Das ist einfach nur heftig. Zum Sieg! Peng. Schon wieder dasselbe Spiel wieder vor. Wir halten uns jetzt mal ein bisschen bedeckt hier. Defensiver. So, zack. Habt ihr noch weitere Befehle? Das ist einfach mal ein Schlag in die Fresse. So geil. So. Ne, zurücksetzen bitte. Peng. Die Armee haut gerade so raus hier. Na, General auch. Cool. Einfach nur cool. Gibt's hier noch Söldner? Ich erwarte eure Befehle. Schade, gibt's leider nicht. Aber ich bin bereit, auch die zu opfern dafür. Für Tod und Ehre! Alter. So was vor ein Schlag in die Fresse. Zack. Die nächste Armee. Gucken wir mal die nächste Armee. Das können wir nicht tun. Weil ich dir einfach keine Chance biete. Wie kann ich dem römischen Volke dienen? So. Das ist krass. Guckt euch das an. Eine Armee nach der anderen. Sofort. Alter. Ich erwarte eure Befehle. Ich will außen umgehen hier, okay, verstehe. Zum Sieg! Super, weg ist er. Perfekt. Ab in die Stadt. Für Rom würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Das war krass, Leute. Die Armee hat wieder mal im Alleingang lauter Armeen fertig gemacht. Das ist einfach nur nicht zu glauben. Nicht zu glauben, wie schnell die das gepackt haben. Also die haben gerade eben lauter Fullstacks wieder vernichtet. Victrix ist echt die Legion schlechthin. Aber gut, Leute, das soll es auch für heute gewesen sein. Nächste Folge können wir uns auf ein bisschen Wirtschaft wieder freuen. Vielleicht wieder ein bisschen zurückschlagen von Barbaren. Bedenkt bitte, das ist immer noch einfach nur extrem krass früh. Wie stark wir hier schon zurückhauen. Echt früh, aber extrem, extrem hart. Die Armee macht hier einfach alles platt. Das ist der Hammer. Ich erwarte eure Befehle. So, jetzt kommt er hier auch nicht durch. Können wir die Angel nochmal abfangen vorher. Gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das ist dann nächste Woche Montag um 17 Uhr. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, morgen kommt eine Ägypten-Kampagne mit mir aus der Emperor Edition, also Kaiser Augustus Zeit. In dem Sinne würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.